In Oberutzwil kommt es letzte Woche zu einem tragischen Vorfall. Die Familie Fendt ist auf einem Spaziergang mit der Hündin Laura. Der kleine Zwergpudel kommt dann mit einem Stafford Terrier in Kontakt. Das Ganze eskaliert und Laura wird von ihrem Gegenüber verbissen. Die kleine Hündin wird am gleichen Tag ins Tierspital Zürich gebracht und muss dort eingeschläfert werden. Ja, es ist immer noch unfassbar. Und, ja. Einfach, ja, wir sind alle traurig, können es immer noch nicht fassen. Und sie sind immer noch so im Schock. Ja. Ich habe sie im Boden gesehen. Mega viele Leute rundherum. Ich habe gewusst, jetzt ist etwas nicht mehr gut. Jetzt ist etwas Schlimmes passiert. Habe sie dann gesehen. Wir haben zwar gesagt, ich soll nicht hinschauen. Ja, ich habe sie dann gesehen, wie sie ausgesehen hat. Und ja, ich habe gewusst, es geht um Leben und Tod. Franziska Wallenaar ist diplomierte Hundetrainerin in St. Gallen und hat schon sehr viele Erfahrungen mit Hunden. Vor allem seit der Pandemie sind die Zahlen von HundehalterInnen angestiegen. Und in vielen Fällen sind dort BesitzerInnen zu wenig gut mit dem Hund ausgebildet. Ganz wichtig, ruhig bleiben. Je mehr Panik und je mehr Hysterie aufkommen, umso schlimmer wird die Situation. Ruhig bleiben, auch wenn es schwierig ist. Wenn man selber in der Lage dazu ist, versuchen, seinen eigenen Hund vor dem anderen zu schützen. Wenn es nicht geht und es ist schon so weit, dass die Hunde sich miteinander verbissen haben, auch wenn es schwer ist, bitte ruhig bleiben. Schauen, dass ein Moment erwischt wird, wo der Kiefer des einen sich vielleicht ein bisschen lockert, wo man dann reingreifen kann und auseinanderziehen kann. Natürlich habe ich von dem sehr viel gehört. Unter Umständen auch Kunden, die sich aufgrund dessen bei mir gemeldet haben. Aber das Schöne ist wirklich, gemäß Beißstatistik St. Gallen ist es rückläufiger geworden. Der Zwergpudel Laura war ein fester Bestandteil der Familie und wird der Familie Fendt immer in Erinnerung bleiben. Ja, sie ist einfach ein Mega-Hund gewesen. Sie war mega lieb gewesen. Sie hatte Kinder gern gehabt. Sie war verspielt gewesen. Sie ist so ein bisschen lustig. Sie ist einfach auch stüpseln. Wenn sie natürlich gestreichelt werden, ja, sie ist einfach nur lieb gewesen. Und, ja, sie hat gern gekuschelt. Ja. Wie es mit dem Hund weitergeht, wo der Zwergpudel angegriffen hat, ist noch nicht ganz klar. Die Untersuchungen sind jetzt am Laufen.